Die Beerdigung von Semino Rossis Mutter fand in einer feierlichen und herzzerreißenden Atmosphäre statt. Der berühmte Künstler konnte seine Tränen nicht zurückhalten, als er sich von seiner geliebten Mutter verabschiedete. Semino Rossi, geboren 1962 in Argentinien, trägt die Gene einer Künstlerfamilie in sich. Sein Vater war ein berühmter Tangosänger und seine Mutter eine talentierte Pianistin. Als er jung war, brachte Semino Rossi von seiner Mutter das Klavierspielen bei und brachte sich dann selbst das Gitarrenspielen bei. 1985 kam er aus Spanien nach Österreich, wo er seine Karriere begann. Zunächst verdiente er seinen Lebensunterhalt als Straßenkünstler und erlebte schwierige Tage, bevor er an Auftritten in Spanien, Italien, der Schweiz und Österreich teilnahm. Semino Rossis Karriere blühte 2004 auf, als er beim Winter Folk Music Festival und mit Karl Moik im Musikantenstadl auftrat. Von da an wurde er zu einem der bekanntesten Künstler in Deutschland und Europa. Im Frühjahr 2007 absolvierte Semino Rossi seine erste Solotournee durch Deutschland und Österreich und schlug damit ein neues Kapitel seiner Karriere auf. Seine Alben und Singles waren durchweg erfolgreich. Symphony of Life, 2013, Ein Teil von mir, 2017, und So ist das Leben, 2019, erreichten jeweils hohe Platzierungen in den Charts in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Obwohl Semino Rossis Karriere bedeutende Erfolge vorzuweisen hat, steht im Rampenlicht ein turbulentes Privatleben. Rossi ist seit 1991 mit einer Südtirolerin verheiratet und hat zwei Töchter. Im März 2020 gab das Paar jedoch seine Trennung bekannt, doch nach zwei Jahren Trennung kamen sie wieder zusammen. Die Beerdigung der Mutter von Semino Rossi war nicht nur ein traditioneller Besuch, sondern auch eine Gelegenheit, an eine Frau zu erinnern, die eine große Quelle der Ermutigung und des Einflusses in seinem Leben war. Die Teilnehmer kamen nicht nur, um die Trauer um Semino Rossi zu teilen, sondern auch, um der Frau zu gedenken und sie zu ehren, die dazu beigetragen hat, den Namen einer der weltweit führenden Künstlerinnen zu schaffen. Bei der Beerdigung von Semino Rossis Mutter war die Luft von einer schweren Trauerschicht und Zuneigung erfüllt, die Semino mit der Menge teilte. Der berühmte Künstler konnte seine Tränen nicht zurückhalten, als er sich endgültig von seiner geliebten Mutter verabschiedete, die eine wichtige Rolle in seinem Leben und seiner Karriere spielte. Semino Rossi, mit argentinischen Wurzeln und einem Hauch Tango-Kultur, hat eine künstlerische Reise voller Herausforderungen und Erfolge hinter sich. Er stammte aus einer Künstlerfamilie mit einem Tangosänger als Vater und einer Pianistin als Mutter. Seine Mutter brachte ihm Klavierunterricht und brachte sich später selbst das Gitarrenspielen bei. 1985 begann er seine Reise von Spanien nach Österreich, wo er seine schwierigsten Tage verbrachte und seinen Lebensunterhalt als Straßenkünstler verdiente, bevor er die Möglichkeit hatte, an Auftritten in vielen europäischen Ländern teilzunehmen. Mit einer Karriere voller Erfolge wurde Semino Rossi zum Star der europäischen Unterhaltungsindustrie und ist vor allem in Deutschland bekannt. Seine Alben und Singles erreichten durchweg hohe Platzierungen in den Charts, mit Hits wie »Rot sind die Rosen«, »Symphony of Life« und »So ist das Leben«. Obwohl Semino Rossis Karriere brillant war, teilte er die Tränen, die er bei der Beerdigung seiner Mutter vergoss, aus tiefstem Herzen. Es war nicht nur der Verlust einer Mutter, sondern auch der Verlust von Semino Rossis Quelle der Ermutigung, Unterstützung und Bewahrerin künstlerischer Leidenschaft. Eine Beerdigung ist nicht nur eine Gelegenheit, Abschied zu nehmen, sondern auch, sich an die beispiellosen Beiträge einer Mutter zu erinnern und sie zu würdigen, die dazu beigetragen hat, das zu formen, was Semino Rossi heute ist.
Auf dem Trauergemälde teilte Semino Rossi nicht nur seine Tränen und seine persönliche Trauer, sondern auch seine Erinnerung und Dankbarkeit für eine Frau, die er seine Mutter nannte. Das Bild eines leidenden Sohnes, der warme Erinnerungen und wertvolle Lehren seiner geliebten Mutter in sich trägt, trug dazu bei, eine berührende und tiefgründige Atmosphäre zu schaffen. Semino Rossi, dessen künstlerische Wurzeln aus dem Tangoland Argentinien stammen, kam über eine erlebnisreiche Reise voller Strapazen und Anstrengungen nach Österreich. Von diesen schwierigen frühen Tagen an meisterte er die Herausforderungen und wurde zu einem der Top-Künstler Europas, dessen Name in den Musikcharts glänzte. Das Leben von Semino Rossi ist nicht nur eine erfolgreiche Karriere, sondern auch eine persönliche Reise mit Höhen und Tiefen. Die Beerdigung seiner Mutter war für ihn eine Gelegenheit, sich an seine Kindheitstage zu erinnern, als seine Mutter ihm das Musizieren beibrachte, wertvolle Lektionen über Kunst und Leben. Aber darüber hinaus ist es ein Besuch zu Ehren der Frau, die den Höhepunkt der Karriere dieser berühmten Künstlerin erreicht hat. Die Tränen, die er vergoss, handelten nicht nur von einem persönlichen Verlust, sondern auch von einer besonderen Beziehung und tiefen Zuneigung zwischen Mutter und Kind. Das Bild von Semino Rossi, der zwischen Blumensträußen steht und den Blumenduft für seine Mutter wahrnimmt, ist ein Symbol bedingungsloser Zuneigung und beständiger Dankbarkeit. Die Beerdigung ist nicht nur das Ende, sondern auch der Beginn des Festhaltens an der Liebe und Erinnerung an eine Mutter, eine große Quelle der Ermutigung und Inspiration. Gilbert Montagné, l'erreur commise à sa naissance par les médecins qui l'a rendu aveugle. Gilbert Montagné effectue un retour sur les conditions dans lesquelles il est né et la cause de sa cécité dans son livre « Au jardin de ma naissance », un ouvrage qu'il a publié le 7 novembre 2018. Retour sur l'erreur médicale qui l'a rendu aveugle de naissance. L'incontournable Gilbert Montagné est l'une des vedettes françaises les plus populaires des années 80, qui célèbre ses 69 ans le lundi 28 décembre 1951. L'occasion de revenir sur sa vie difficile et sur sa cécité causée par un médecin qui a commis une faute lourde à sa naissance. Le chanteur de 69 ans a signé une autobiographie intitulée « Au jardin de ma naissance », dans les pages de laquelle il a raconté les difficultés rencontrées à sa naissance et les décisions médicales qui sont à l'origine de sa cécité. Quelle merveille ce qu'ils ont fait, parce que s'ils n'en avaient pas mis assez, je ne serais pas là à vous parler, peut-on lire dans son ouvrage. Selon l'auteur-compositeur, ses parents, qui étaient déjà à la tête d'une famille de 3 enfants, ne le désiraient pas. S'étant accroché à la vie, il est venu au monde prématurément, à seulement 5 mois et demi de grossesse, dans un appartement situé dans le 20e arrondissement de Paris. Étant trop petit et prématuré, il a dû être conduit de suite à l'hôpital de Port-Royal. Les soignants l'ont donc placé dans une couveuse pendant 3 mois, jusqu'à ce qu'il arrive au terme de sa croissance. Et puisqu'il est né dans les années 50, faute d'assez d'informations et de connaissances en matière de traitement correct des enfants issus de la grande prématurité, les médecins ont commis une erreur désastreuse. En effet, ils ont mal dosé l'oxygène dans la couveuse. Cet excès en oxygène coûtera la vue au petit Gilbert Montagné, qui n'en veut toutefois pas au docteur. Bien qu'il ait perdu la vue, Gilbert Montagné est resté en vie et il est reconnaissant. Bien que le chanteur fasse rarement des confidences sur l'origine de sa cécité, ce n'est pas la toute première fois qu'il a évoqué ce sujet particulièrement sensible. Ayant participé à l'émission « Les orages de la vie » sur W9, il avait aussi fait un retour sur sa naissance difficile et l'origine de sa cécité. Et là aussi, le très populaire chanteur avait salué les efforts du personnel soignant de l'hôpital qui s'est occupé de lui lors de ses 3 mois passés en couveuse. Le chanteur de 69 ans s'était alors confié sur la gratitude qu'il éprouve envers les médecins qui lui ont permis de vivre. Quelle merveille ce qu'ils ont fait, mettre trop d'oxygène dans la couveuse, parce que s'ils n'en avaient pas mis assez, je ne serais pas là à vous parler, s'exclamait-il sur le plateau de l'émission.
une reconnaissance qui a beaucoup impacté les décisions et la carrière de Gilbert Montagné. Et toi, que pensez-vous des drames que Gilbert Montagné a dû endurer? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section des commentaires et parlons-en. Si vous trouvez la vidéo bonne, merci de ne pas regretter un like et de la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.